Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Evoland 2. In der letzten Folge haben wir dieses komische kleine Mädchen gerettet, sind dafür aber in den Knast gekommen und ja, haben uns rausgekämpft. Muss mal kurz hier das durchstreichen, was ich gefunden habe, aufgeschrieben habe. Den Spiegel haben wir auch nicht gebraucht. Naja, und jetzt geht's weiter. Mal gucken, was jetzt passiert. So, also wir müssen nach oben weiterlaufen und unser Schwerdi! Unser Schwert ist er wieder. Es tut mir leid, lieber Soldat. Und schwupp, komm. Naja, gehen wir mal hier hin. Oh. Puh. Wir sind ausgebrochen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier wären unsere ersten Herausforderer. Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Willkommen im großen Kolosseum! Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wilde Bestien an. Bitte lasst euch nieder, während ich unseren Konkurrenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren. Voller jugendlicher Elan und mit einem unglaublichen Potenzial. Begrüßt mit mir. Wie heißt der nochmal gleich? Verrate ihn nicht unseren wirklichen Namen, das könnte Ärger geben. Euren Namen bitte. Solotzen ist Nadel. Super Mario, Mega Klink, Wonderman, Dextatinator, Solar Snail. Wirklich? Begrüßt mit mir den unglaublich wunderbaren Extraktor, die näheren Solar Snail. Sagt Solosnay, seid ihr heute auch in Bestform? Ja. Wunderbar! Solosnay erwartet also einen spektakulären Sieg. Er wird mit seinem Gegner den Wolverine-Fraß zu Wolverine-Fraß vermeiden. Ey, cool! Ah, soeben sagt man mir, dass Solosnays erster Gegner eingetroffen ist. Meine Damen und Herren, ein donnernder Applaus für den großen, wunderbaren Extrator Tineren. Manimal ist der größte, der mutigste, der haarigste Bärenzierer im ganzen Kaiserreich. Er hat seine wilden Bären trainiert, jedes Tier anzugreifen, auf den er zeigt. Sag mir, Manimal, was ist euer Geheimnis? Ich benutze ein bestimmtes Schlüsselwort, damit meine Bären angreifen. Ein Schlüsselwort, sagt ihr? Wunderbar! Und wie genau lautet dieses Schlüsselwort? Naja, ich haue die Bären direkt in die Augen und sage dann, auf sie! Und schon greifen sie an. Auf sie! Sieht aus, als hätte man immer einen kleinen Unfall gehabt. Ich glaube nicht mal einen kleinen Unfall, der ist jetzt in virtuelle Stücke zerfallen. Das sieht aber auch jedes Kind. Fräulein, wir haben Anlass zur Annahme, dass ihr den Kampf beeinflusst habt, bevor er überhaupt begonnen hat.
Gemäß Absatz 13b Paragraph G seid ihr hiermit disqualifiziert. Solo Snake tritt nur allein gegen Manimals Bären an. Dann, meine Damen und Herren, der Kampf geht weiter. Fräulein, bitte zieht euch in die Umkleide zurück, bis der Kampf vollendet ist. Scheint so, als müsstet ihr diesmal ohne mich auskommen. Solid Snack, zwingen es Smiley. Delete. Tut bloß nichts so Unüberlegtes. Diese Bären sehen ganz schön blutrünstig aus. Nein. Ohne weitere Umschweifen kann der Kampf jetzt beginnen. Komm mal her, der Dinger. Yay! Wuhululu! Bärenkampf! Und nein, nein, die Münze! Verdammt, ich will die Münze! Gib mir die scheiß Münze! Was soll ich damit? Ihr schuldet mir Münzen, meine Freunde! Ihr schuldet mir verdammt nochmal Münzen! Ich krieg schon die ganze Kette, ey! Und das endete mit einem überbewältigten Sieg für Solid Snail! Aber wenden wir uns der Gegenwart zu! Hier haben wir den zweiten Kampf des Tages. Aus den Tiefen des Malikor-Walds, der Meister der verunnützlichen Kampfkunst, klein, aber mehr als Oho, der Fantastische, der Wenige, der Extratoren, die Narren, Ninja-Hörnchen. Oh, scheint so als... Oh. Wunderbar. Ninja-Hörnchen. Ohne weitere Umschwämpfe kann der Kampf beginnen. What the fuck? Ihr seid kleine verfickten Ninja-Hörnchen. Was soll ein Dammel? Ein Ninja-Hörnchen ist weg. Also muss ich mich hier um einzelne Hörnchen kümmern. Da. Ey. Boah, jetzt reicht's mir. Oh Gott sei Dank, Leben bekommen. Und noch ein haushoher Sieg für Solid Snail. Aber die Melodie ist geil. Solid Snail ganz unter uns. Was verleiht euch zu phänomenäre Kräfte? Die Liebe? Die Magie? Ich selbst. Welche Kräfte? Die Liebe. Wirklich? Wunderbar! Allerdings wird es vollkommen reichen, euren nächsten Gegner zu beeindrucken. Aber bevor ich ihn euch vorstelle, habe ich noch eine wichtige Ankündigung. Der Kaiser höchstpersönlich hat darauf bestanden, diesen nächsten Kampf beizuwohnen. Oh, what the fuck? Meine Damen und Herren, begrüßt mit einer Runde Applaus eure Hohe Kaiser Lothrei. Lothrei, warte mal. So, Oberst, das ist also der junge Mann, von dem ihr spracht. Okay, warte mal, Lothrei. Mal kurz an. Lothrei hat doch die Dämonen besiegt. Okay. Oh. Okay. Naja. Sehen wir mal weiter, wie es abläuft. Ja, Eure Exzellenz, das ist er.
gezornet sei, wenn ich recht verstanden habe. Er war es, der den Mädchen zur Flucht verhalf. Verstehe. Doch ich mache klar, dass sie unversehrt bleiben muss. Professor Giro braucht sie. Wir haben versucht, sie in Gewahrsam zu nehmen, ohne sie zu verletzen, Eure Majestät. Doch ihre Kräfte, wie geschwächt sie auch sein mögen, reichen noch nie immer aus, um unsere Männer zurückzuschlagen. Meine Zunge ist leicht betäubt, langsam, meine Freunde. Findet sie. Ich zähle auf euch, Oberst. Gewiss, Eure Hoheit. Und nun bei euch, Markus. Wie läuft es in eurer Schlacht? Wir haben die Manebrille Ebrücke eingenommen, Eure Hoheit. Der Dämonenkönig verschanzt sich irgendwo im Norden, um seine Truppen zusammenzuziehen. Wir haben einen Plan, um sein Lager zu finden und dann zum Angriff auf dem Dämonia auszuholen. Wenn ihr jedoch den Einsatz aller unserer verfügbaren stehenden Mittel bewilligt, wäre die Sache schneller besiegt. Ich vermute, ihr sprecht von der neuen Waffe, die Professor Giro entwickelt hat. Jawohl, meine Majestät. Wenn ihr ihrer Verwendung zustimmt, würden wir den Krieg gewiss in Hand und Drinnen gewinnen und den Sieg über die Dämonen davortragen. Ich werde darüber nachdenken, Großmarkus. Dieser Krieg ist eine Schande, bereiten wir ihn schnell und schmerzlos ein Ende. Wenn man den Berichten des Obers Glauben schenken dürfte oder will, dürfte konventionellen Mittel daraus durchaus ausreichen. Der Wille Eurer Majestät ist Befehl. Ich werde dafür sorgen, dass Professor Giro davon unterrichtet wird, dass seine Waffe vorerst in sein Labor bleiben wird. Aber wenn sich die Lage verschlimmert, werde ich es mir noch einmal überlegen. Gewiss, Eure Hoheit. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet? Alter, der Großmarkus ist schon so ein Arsch. Er verbirgt etwas von mir. Dessen bin ich mir sicher. Nun dann sehen wir uns den Kampf an. Gerüchte zu folgen sollen die Zauberer des Großmarkus einen mächtigen Dämon eingefangen haben. Okay. Doch erst als dieser mehrere von ihnen getötet hatte. Das ist keine Kleinigkeit. Und ohne weitere Umschleife stelle ich vor unseren nächsten Kämpfer aus den Steppen des Nordens, stärker als jeder Mensch, grausam wie eine wilde Bestie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Minos, der drakonische Dämon. Hi Minos. Minos, habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesen Zweifelsohne in einen Blutbahn mündenden Kampf antretet? Ich darf hier nicht sterben. Wunderbar! Und mit dieser ergreifenden Rede kann der Kampf beginnen! Nein, ich will! Minos! Oh nee! Ah! Gott, ich muss Minos töten oder was? What the fuck? Na komm.
kommen. Ich bring dich nicht. Ihr seid stark. Ihr seid stark. Ich hab euch meinen Respekt verdient, aber ich kann nicht sterben. Daher bitte ich euch, flieht mit mir. Ich weiß von einer Passage, die aus dem Kolosseum führt. Doch allein kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr? Ja. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kommt! Okay. Ihr wollt mich wirklich hier zurücklassen? Ganz allein? Jo, tschüss. Wohin gehen wir? Hey! Hey, wartet auf mich! Hey, wartet auf mich! Mein Gott! Oh nein! Der ist leider... Habe ich jetzt alle im Team? Nee, habe ich nicht. Da wären wir. Wir sollten es zum Keller schaffen. Geht mir aus dem Weg, Solid Snail. Bis bald. Kawaii. Kommst du mal, Fina? Fienchen. Fina! Wow. Schwerkraft. Ziemlich gefährlich. Die Mächtigen werden fallen. Nein. Na, no, aua. Alles in Ordnung. Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe. Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier sollte uns die Flucht gelingen. Oh, Entschuldigung. Also Mädchen, warum landest du auf mich? Punkt. Ich hab mich doch entschuldigt, ja? Na schön, wenn ihr es so wollt, dann schlagt euch eben alleine durch. Ach, ihr braucht mich wohl, was? Ja, das dachte ich mir. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wäre es, wenn wir damit versuchen? Versucht so, es ist ganz einfach. Bup. Tatsächlich, es war gar nicht so schwer. Jetzt seid ihr dran, Kuro. Könnt ihr mir das Feuer verzeihen? Es war nur, ich hatte Angst, dass ihr mich alleine lassen würdet. Und wisst ihr, Kuro, ich glaube, wir haben uns in einer Zeit verirrt, in dem wir nicht gehören. Ich bekomme langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jeweils wieder nach Hause zurückkehren? Natürlich. Wenn ich euren Optimismus nur teilen könnte. Vorerst haben wir keine andere Wahl. Wir müssen weitermachen. Euch gilt mein Dank. Mit eurer Hilfe werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsen, die uns diesen Weg abschneiden, scheinen schier überwindlich. Doch mit vereinten Kräften sollten wir es schaffen, sie zu zertrümmern. Konzentriert euch jetzt, um mich zu rufen. Okay. Und so kann ich wechseln. Guck mal, so kann ich wechseln. Und so zertrümmere ich jetzt alles. Und Leute, hier haben wir einen Speicherpunkt. Das heißt für mich jetzt... Ah, hier kann ich wechseln. Finde ich schon mal schön. Ja, das heißt von meiner Seite jetzt... Pause. Wir sehen uns... Oh, guck mal. Jump. Kann ich auch... Wandsprung? Nein, kann ich nicht. Jetzt mal wieder atmen. So. Ha. Hier. Ha.
Okay, das reicht. So, wir sehen uns. Goro, hörst du mal auf zu springen? Na gut, er hört auf. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge direkt wieder in der Kanalisation bei Georg. Mal ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwie rausfinden. Und warte mal, kann ich hier? Ich will nur mal was testen. Ich will nur mal testen, ob ich die Ratten kaputt machen kann. Und oh, so einfach. Ah, und so kann ich hoch und naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge direkt wieder. KKPC Player sagt, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben lassen. Für mehr Folgen Evoland 2 und andere Projekte. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit den springenden Kuchu. Hey, wie das aussieht, das sieht so knuffig aus. Huh, hä? Naja, komm. Bis dann, euer KK, bye bye und ciao, Leute.